Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Spacehaven und zur mittlerweile ja eigentlich vollendeten, zumindest vorerst, ja, so vollendeten Enterprise. Riesenschiff. Wir haben alles, was wir brauchen. Autark ist man ja nie ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben ja auch schon mal so ein bisschen mit dem Handel angefangen. What the heck? Warum haben wir... Ach so. Menschenfleisch, nö, werden wir jetzt nicht handeln. Wir werden jetzt auch mal gucken, dass wir hier mal schauen, was die noch so zu bieten haben. Energium scheint jetzt nicht so die Mangelware zu sein, ne? Warum auch immer, weil wir wahrscheinlich was eingesammelt haben. Ich werde aber beim Wasser immer kaufen. Aber da gibt es keinen Stopp. Das machen wir. Okay, und dann passt das auch schon. Ich werde natürlich jetzt auch wieder unsere Leute zusammentrommeln. Lawrence, Nichelle und Sufjan zum Beispiel. Lawrence. Wo ist Lawrence? Da. Lawrence. Nichelle und Sufjan. Nichelle, bitte mal mit hier rein. Und Sufjan. Und wir trainieren den Rest ja noch, ne? Da haben wir ja so Ausnahmen. Arulia, Elma, Judith. Arulia. Elma, Judith. Judith hier hin. Emma auch, ne? Ja, würde ich mal sagen, genau. Emma geht da schon hin. Amaryllis und Daina. Die trainieren wir ja als Ausnahme. Weil es bei denen geht. Und dann, ja, los geht's, würde ich mal sagen. Hier ist ja schon ein Bereich, also schon zerschmettert das Schiff. Da werden wir von außen hin kommen. Warten noch kurz auf Daina. Dann docken wir mal hier an. Auf der Seite. Das habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Die sind schon wesentlich schneller geworden, ne? Die Schiffe. Alter, wie schnell die sogar geworden sind. Also, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier reinschauen können. Na, die andere Seite wäre, glaube ich, optimaler gewesen. Oh, shit. So, hier waren zwei von den Großen. Sogar. Krass. Wie verseucht das hier ist. Oha, hier ist ordentlich was. Kann man hier die Wände nicht wegmachen? Ja, kann man. Ja, auch jemand Totes. So. Gehen wir mal hier rein.
Hier stirbt jemand fast, ne? Amaryllis. Oha, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh, shit. Alter, Leute. Das war eine Hausnummer, muss ich sagen. Das war nicht gut. Das war nicht gut, Leute. Das war nicht gut. So, wir holen mal schnell hier Amaryllis hier ab. Moment. Amaryllis wird abgeholt. Hier liegt ein Gegenstand. Das macht mal der Lawrence. Wir werden jetzt mal Amaryllis ist wieder aufgestanden, ne? So, gut. Direkt Befehl weg. Bei den Schiffen auch nicht mehr. Oh, das war schon nicht... Das gefällt mir nicht. Das war nicht gut. Sind wir so ein bisschen leichtsinnig geworden? Amaryllis wird schon mal gerettet. Alter, hier waren vier von diesen Dingern, ne? Das ist krass. Ist so eine Androidenleiche, okay. Können wir bitte Amaryllis mal hier wegtransportieren? Dankeschön. Ach so, nee, das macht sie selber. Jetzt will ich mir das mal angucken mit Amaryllis. Wo geht sie hin? Ja, sie legt sich dahin. Sie ist nämlich schwer verletzt wahrscheinlich. Chronische Verletzung. Die ist echt gut verletzt. Kommunikationsanfrage. Was wollen die von uns? Oh, Alter, ist das eine Riesenflotte, ne? Handel? Was haben die? Weiterhin Wasser, ne? Wasser kaufen wir auf. Wasser wird aufgekauft, auf jeden Fall. Dann, was haben die hier? Auch Wasser. Gut, Alter. Da sind wir echt leichtsinnig gewesen, glaube ich. Das war nicht gut. Naja, wir haben es ja einigermaßen gut überstanden. So.
Drei Hüllenblöcke machen wir gerne. So, das ist überhaupt kein Thema. Verabschieden. Amaryllis, ich glaube, ihr hilft das, ne? Dahina legt sich auch dahin. Heilung beschleunigt, gut. Ja, so ist es. Sind wir hier durch? Ja, wir sind durch. Deswegen werden wir uns jetzt auch darauf vorbereiten, weiterzuziehen. Bei Bedarf, haben wir gesagt, ne? Genau, bei Bedarf. So, Amaryllis fährt die Maschinen hoch. Dann geht's auch gleich weiter. Aktiven Handel haben wir nicht mehr. Ja, ich würde mich mal hier hin so stellen. Und wir bauen hier erstmal ab. Wir warten mal, bis die Leute geheilt sind. Und dann so ein Scheiß. Das ist ja dieser Sonneneruptionsteil hier. So. Nee, bitte nicht. Ich möchte, dass wir nicht hier drin bleiben. So, wir jumpen. Zwang. Hier machen wir es nicht mehr. Auf eine Sonneneruption, wobei ich überlege gerade, Leute, hatten wir eine Sonneneruption nicht einigermaßen gut überstanden? Wollen wir das mal testen? Wir testen das mal. Wir warten auf die Sonneneruption und hoffen mal, dass wir sie überstehen. Also ich hoffe sehr, dass es so war. Probleme mit der Umgebung. Rauchvergiftung. Was war hier los? Wir müssen hier mal das öffnen. Auch die Schleuse. Das war ja gar nicht gut jetzt. Das war nicht gut. Friedliche Umgebung raucht. Das muss ja weniger werden. Okay, jetzt kommt die Sonneneruption. Oh, Leute. Ich hoffe, wir bereuen es nicht. Das hat gut reingehauen, ne?
Was ist jetzt mit der Rauchentwicklung? Das klappt so nicht. Das geht mir jetzt auf den Senkel. Deswegen müssen wir hier mal eine Art, wie soll ich sagen, Schleuse bauen, sagen wir mal so. Druckschleuse, Lagerung, nicht Nahrungssysteme. War das bei Einrichtungen? Nee, Wände auch nicht. Deko, Wände, Anlage, Lüftungsöffnung. Hier kommt eine Lüftungsöffnung hin. Ganz dringend. Können wir das hier dann nämlich auch wieder normal machen? Ich glaube, dann zieht das Teil das auch raus da, ne? CO2-Erzeuger, das ist ein Gaswäscher. So, dann ist hier auch wieder alles fit, oder? Jetzt ist die Lüftungsöffnung zu. Wir haben es da geheilt, sagen wir mal so. Warum das da war, weiß ich nicht. So wie ich das sehe, wird hier jetzt gearbeitet. Sehr schön. Was sagt die Crew? Sollen wir noch mal ein bisschen warten, bis alle geheilt sind? Ja, wir warten noch mal ein bisschen. Marillis hat ja Kriecherbisse noch 23. Vier Tage, Leute. Das ist mir so ein bisschen too much, ja, so. Vier Tage, acht Stunden. Sie kommt trotzdem mit. Also. Wir haben ja jetzt gesagt, dann Lawrence, Nichelle, Sufiane und Arulia. Arulia, Lawrence, Nichelle und Sufiane, ne? Haben wir gesagt. So, gehen wir hier rein. Dann nächste Fuhre ist Aymar, Amaryllis, dann Daina, dann Judith. Wo ist sie? Da ist sie. Schon mal vier. Die gehen mal bitte hier rein. Dieses Schiff ist schon mal besetzt. Haben wir hier denn jetzt eine Schleuse? Haben wir nicht. Dann fliegen wir mal hier hin. Ich frage mich gerade wirklich, wie das mit unseren Nahrungsreserven aussieht. Geht so, ne? Also bei den Früchten muss ich sagen, ist jetzt nicht dolle, ne? Sollten wir vielleicht mal sagen, dass wir hier Früchte anbauen. Anpflanzen bis 30. Zack, 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 zack. Falz, 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 falz. So. Oh, jetzt haben wir vergessen, das Raumschiff hier auch schon mal hinzuschicken. Ja, hier wird ordentlich... Alter, schaut euch mal an, wie die hier zocken, ne?
Oh Mann, was für eine Zockerei hier. Oh, was war das? Was habe ich geklickt? Habe ich irgendwas aus Versehen geklickt? Oh, Leute, was war das denn? Eieieiei. So. Zocken, bis der Arzt kommt hier, Leute. Aber was war das denn? Ich bin eben aus Versehen auf F11 gekommen. Kariomat spielt der. Aha. Ah, okay. Anscheinend habe ich so einen Screenshot gemacht. Ja, okay, alles klar. So. Andocken. Wir docken mal hier an. Mit denen docken wir mal hier an. Aber das ist schon mal eine coole Sache, dass wir so die Sonneneruption einfach so wegstecken können. Das ist cool. Aber das hilft schon. Okay, hier sind noch ein paar. Also hier, feindlicher Kontakt ist hier. Das müssen wir aber vorsichtiger sein. Das sind eine Menge Crawler. Komm mal alle rein hier, bitte. Sehr gut. Die kommen noch zu uns. Die kommen noch zu uns. Sehr gut. Okay, hier ist schon mal so ein... Der kommt. So, jetzt rein. Jetzt wissen wir zumindest, dass wir hier in Sicherheit sind. Oh, das war ein Volltreffer. Hier hinten könnte noch eine Überraschung sein. Eieiei, da habe ich schon mal schnell auf. Okay, das hat schon gereicht. So, also hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal hier hin. Wobei, was ist das hier? Waren nur Credits. Okay. Nur in Anführungsstrichen. Credits sind auch eine tolle Sache. Hier ist nur der Maschinenraum. So. Hier ist nichts. Sammeln wir mal schön ein. Bergen tun wir alles außer Höhlenschrott. Davon haben wir anscheinend noch viel. Transfer wird transferiert, wird alles. Fein. Super Sache. Ja. Run haben wir jetzt, Leute. Also, das kann man nicht mehr leugnen. Wir stehen echt gut da. Bis auf eben so ein bisschen die... diese brenzlige Situation da. Aber sonst, ganz ehrlich, Kariomat und so hier, ne, läuft doch alles. Ganz ehrlich, perfekt. Ja, wir werden auch weiterfliegen. Das hatten wir schon letztes Mal in Erfahrung gemacht. Das mit dem, bei der Sonneneruption und so ist cool. Also, wir müssen ein System nicht mehr sofort verlassen, weil wir befürchten müssen, dass irgendwie wir Höhlenrisse oder so bekommen. Wobei ich nicht weiß,
ob die Situation hier mit dem Rauch nicht ein Produkt dessen war. Werden wir sehen. Beim nächsten Mal schaue ich mir das nochmal richtig kacke in der Hose. Ich glaube, wir brauchen nochmal ein paar mehr Toiletten. Wir hatten ja zwei abgebaut wegen dem CO2. Wegen der CO2-Belastung. Das müssen wir mal schauen. Also ich würde dann mal hier einmal den demontieren und dann packen wir da nochmal eine Toilette rein. Und ihr Lieben, ich freue mich dann auf die nächste Folge mit euch. Ja, diese Folge war es das. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.